Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg heute. Überlingen ist, glaube ich, immer so ein ganz besonderes Event. Erzähl doch einfach mal, wie du den Wettbewerb erlebt hast. Das Wetter war wunderbar. Überall rundherum war es ziemlich schlechtes Wetter. Es war wirklich eine wunderbare Atmosphäre mit den Zuschauern, was man wirklich selten hat. Mit dem Ausblick ist es wirklich jedes Mal was Schönes. Von der Quali her war es auch, glaube ich, von Beginn an kein einfacher Wettbewerb. Wie hast du die Schwierigkeiten erlebt? Wie hast du die Boulder erlebt? Die Qualifikation ist ja bei den Frauen direkt ausgefallen, hat direkt mit dem Halbfinale angefangen und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Die Boulder waren wirklich schön geschraubt, dass man wirklich eigentlich sein Bestes geben konnte. Und jetzt kommt am Ende natürlich noch der Sieg dabei raus, und die entsprechende Siegerehrung. Was bleibt am Ende des Tages bei dir hängen? Ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass ich endlich auch mal oben stand. Ja, es war einfach ein guter Tag. Und was steht bei dir als nächstes an? Als nächstes mal schauen, was kommt. Bouldern ist ja jetzt erstmal vorbei, auch auf der nationalen und auf der internationalen Ebene sowieso. Machst du jetzt im privaten Bereich, im Bereich Felsklettern noch einige Aktionen oder was hast du dir vorgenommen? Ich kletter schon auch am Fels, aber ich habe mir da jetzt keine Ziele gesetzt oder so. Okay, dann erstmal danke, ganz viel Erfolg für die Zukunft und erstmal für heute herzlichen Glückwunsch. Danke.